Hallo! willkommen zur Entscheidung treffen in der agilen Organisation. Was habe ich vor, damit ihr noch rechtzeitig rausgehen könnt, wenn ihr möchtet? Ich möchte kurz darauf eingehen, warum in agilen Organisationen eigentlich Entscheidungen anders getroffen werden müssen, zwangsweise. Dazu so ein Denkwerkzeug vorstellen. Wer Nils Felging und seine Werke kennt, wird dadurch gelangweilt sein. Dann möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich anders sein muss. Und dann noch ganz konkret vorstellen, was so die zentralen Entscheidungsprozesse sind, Entscheidungswerkzeuge, wenn du willst, die wir bei IT Agile verwenden. Mein aktueller Plan ist, dass das so ungefähr insgesamt 20 Minuten dauert. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Und den Rest der Zeit möchte ich dann einfach mit euch gemeinsam diskutieren. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, irgendwas, dass wir einfach in Dialog gehen. Okay? Ja, bitte, bitte. Und ich bin euch überhaupt nicht böse, wenn ihr zwischendurch rein oder rausgeht. Für mich ist das weiterhin Open Space hier. Okay. Bin wohl nicht der Erste, der das heute sagt. Das, was ich euch hier vorstelle, das funktioniert bei uns. Heute, momentan, einigermaßen. Das heißt nicht, dass das bei euch passiert, funktioniert. Das hängt halt, die Werkzeuge, die wir benutzen, funktionieren in unserer Kultur, erzeugen wir uns auch eine Kultur. Wenn ihr das selber ausprobiert, at your own risk. Lasst euch inspirieren, aber denkt nicht, dass ihr das einfach nachmachen könnt. Bisschen Hintergrund dazu, was ist denn der Kontext, wer sind wir? Wir sind Beratungsfirma, momentan, ich glaube, 33 Kollegen, gerade stark wachsen, so alle ein, zwei Monate kommt ein neuer Kollege dazu. Und unser Firmenzweck, unsere Vision ist es, unseren Kunden zu helfen, ihre Endkunden und ihre Mitarbeiter zu begeistern. Weil wir glauben, dass das dann erfolgreich Unternehmen ausmacht. Und agile Vorgehen sind da für uns halt ein wichtiges Werkzeug, um das zu erreichen. So, genau. Warum müssen Entscheidungen in agilen Organisationen anders getroffen werden? Dazu müssten wir uns erstmal darüber einigen, was denn eine agile Organisation überhaupt ist. Mein Blick drauf, und ich benutze da ganz gerne das Modell, wie gesagt, von Nils Felging, das Pfirsich-Modell. Also da haben wir hier die Organisation, außenrum ist der sogenannte Markt und da, dieser Pfirsich hat auch einen Kern in das Peripherie und Zentrum, sage ich gleich mal dazu. Und so eine traditionelle Organisation, wie ihr die nennen wollt, Nils nennt das halt Alpha-Organisation, die funktioniert halt typischerweise so, dass es da im Zentrum Management halt gibt, das den Markt beobachtet, damit nicht alle in der Organisation den Markt vollständig verstehen müssen, wer dann daraus halt irgendwelche sogenannten internen Referenzen erzeugt, also eine externe Referenz, eine interne Referenz bei mir erzeugt, Regeln, Budgets, Projekte, alles Mögliche, an dem man sich dann halt als Mitarbeiter orientiert. Das wird in die Organisation verteilt und man kann sich danach richten. Und ich kann hier meine Arbeit machen, ohne dass ich halt komplett verstehen muss, was da im Markt eigentlich passiert. Das ist halt, dafür brauche ich nur wenige Leute hier in der Mitte, die das wirklich vollständig verstehen müssen. Ist eine super Idee, insbesondere halt ne, während der industriellen Revolution, wo wir halt tatsächlich nur wenige Leute hatten, die das konnten und halt viele Mitarbeiter brauchten, hat so richtig viel Wohlstand erzeugt zu der Zeit. Können wir soweit folgen? Was passiert jetzt, wenn sich im Markt was ändert? Eine Alpha-Organisation reagiert da so drauf, dass wir, also hier ist eine Veränderung, diese externe Referenz, ne? Häufig spürt man das zuerst in der sogenannten Peripherie, also da, wo die Wertschöpfung gemacht wird, da, wo halt wirklich für den Kunden gearbeitet wird, dann merkt man, okay, wir müssten jetzt irgendwas machen, was nicht erlaubt ist, um diesen Markt zu befriedigen. Das müssen wir dann halt dem Management mitteilen. Das Management muss noch Rückfragen in einer Abteilung halten und sowas. Und dann wird irgendwann die interne Referenz angepasst. Und dann passt es wieder, dann können wir wieder arbeiten und dann funktioniert das. Werden halt Prozesse angepasst, werden
neue Abteilungen erstellt, was auch immer, reorganisiert oder einfach irgendwo ein Budget erteilt. Irgendwas wird halt entschieden in der Mitte. Oder wenn ihr euch die Pyramide vorstellt, dann wäre das halt oben. Soweit so gut. Was passiert jetzt, wenn der Markt sehr dynamisch ist? Dann haben wir halt ganz viele Veränderungen. Dann haben wir auch nicht nur halt eine Veränderung, sondern wir haben auch vielleicht individuelle Kundenwünsche. Und hier drin, ich hoffe, ich war da noch ganz nett, damit ihr überhaupt noch was seht, passiert halt ganz viel und letztendlich überfordert das die Organisation. Also im Zentrum kommt man gar nicht mehr hinterher, die Anpassungen zu machen, damit wir überhaupt den Markt bedienen können. Kann das jemand nachfühlen, wie sich das anfühlt? So, also funktioniert nicht besonders gut. Es gibt es Unternehmen, die das machen das anders. Die gehen anders mit diesen dynamischen Marken, die sogenannten Beta-Organisationen. Was machen die anders? Die verlagern die Verantwortung für den dynamischen Anteil in die Peripherie. Das heißt, wenn ich hier halt meine Kundenarbeit mache und merke, der Kunde braucht jetzt was anderes oder der erwartet was anderes, eventuell auch, weil der Mitbewerber das schon kann, dann habe ich die Verantwortung, den halt trotzdem zu befriedigen, die Kundenanfrage, den Markt zu befriedigen und das einfach anders zu machen. Und erst wenn ich dann feststelle, okay, da entsteht eine neue Routine, da entsteht was, was ich immer wieder brauche, dann ist das eine neue Idee, die in das Zentrum verlagert werden kann. Eventuell sogar, wo ich halt hier nicht nur eine Stelle habe, wo das passiert, sondern wo ich auch andere Stellen habe und sage, okay, das ist Routinearbeit, die bei uns immer wieder auftaucht, um diesen Markt zu befriedigen, dann ist es eine Gelegenheit, um da Zentrumsservice draus zu machen. Kommt das jemand bekannt vor? Es ist ganz interessant, weil das nämlich eigentlich auch die Idee von Scrum ist. Was ist das? Die Idee von Scrum. So. Deswegen muss der Product Owner voll empowered sein. Deswegen hat der die Geschäftsverantwortung, der trifft halt die Entscheidung, was getan wird, weil der ist in der Peripherie und nicht im Zentrum. Okay, für viele Organisationen ist das eine große Herausforderung, hinzukommen. Das macht man nicht von heute auf morgen, ist klar. Wie man das macht, ist auch noch eine andere Geschichte. Aber das hat jetzt halt auch ganz extreme Auswirkungen darauf, wie Entscheidungen getroffen werden. Warum? Häufig, wenn man das so vorstellt, ist eine der ersten Fragen, naja, dann entsteht doch Anarchie. Wenn jeder in der Peripherie einfach machen kann, was er will, macht halt jeder, was er will. Stimmt insofern, als dass Anarchie dann stattfindet, wenn ich halt Autonomie gewähre, ohne Alignment herzustellen. Manuel, dein Vortrag vorhin war ja auch ganz viel darum. Von daher. Also Anarchie bricht dann aus, wenn halt jeder macht, was er will und wir aber keine gemeinsame Idee haben, wo wir hinwollen. Man kann jetzt hier auch noch die anderen Quadranten ausfüllen. So für keine Alignment, keine Autonomie ist mir als erstes dazu eingefallen. Also die Tiere haben halt weder Autonomie, also sie sind halt hier im Käfig gefangen, wissen aber auch nicht, wozu sie da sind. So die Alpha-Organisation, oder ich habe es hier mal Taylorismus genannt, erzeugt halt hohes Alignment durch diese internen Referenzen, durch Prozesse, durch Strategieansagen, durch Projektgenehmigungen, durch Budgets. Das soll Alignment erzeugen, aber es gibt halt keine Autonomie in die Peripherie. Und genau der Unterschied zum Agilen ist halt, dass wir Autonomie haben wollen, um halt diese Flexibilität, um genau das Agile zu haben, das reagieren zu können, aber halt auch das Alignment erzeugen müssen, damit das funktioniert, damit das eine Organisation bleibt und nicht nur ein Haufen wird. Wenn ihr Fragen habt oder mir widersprechen wollt, dann ruft einfach rein. Ich freue mich über Feedback.
So, wie macht man das jetzt? Ich habe ja eine Frage. Ja, danke. Ich habe eine Vorstellung davon, was der Unterschied zwischen Terrorismus und Arietät ist. Mhm. Aus deiner Definition habe ich es nicht erkennen können, was meiner Vorstellung entspricht. Okay. Das heißt also bei beiden brauchen wir ein klares ein Alignment zu einer klar definierten Strategie. Habe ich das richtig verstanden? Weil da ist jetzt die Frage, was du mit Strategie meinst. Also man könnte auch sagen, ja, also ich brauche in beiden wo es Alignment. Alignment wozu? Naja, eine. Alleine worüber, oder? Ja, also woran? Oder bei Terrorismus ist eher alleine, ja, ich gehorche, jemand überlegt sich das und ich gehorche, ich mache einfach das, was mir gesagt wird. Ja. Und bei Mann ist halt eher alleine über, okay, wir überlegen, wir einigen uns darauf, was das Ziel und dann darf jeder selber entscheiden, sehr glaubst du es. Okay, toll. Naja, und die Frage, die sich bei mir gerade dadurch bildet, ist ja wirklich die Frage, warum brauche ich denn das alleine? Genau, das hast du ja behauptet, dass man mal genau. Und ich kann es halt aus unserer Erfahrung sagen, als wir halt Teams eingeführt haben, also wir sind gewachsen, es ging nicht mehr mit 25 Leuten alles gemeinsam zu entscheiden. Wir haben Teams eingeführt, die halt möglichst autonom arbeiten sollten. Und da kam halt bei den Kollegen relativ schnell die Frage auf, okay, wenn halt jedes Team das macht, was es will, warum sind wir denn überhaupt noch eine Firma? Genau. Warum sind wir nicht viel Firmen? Deswegen Alignment an einer gemeinsamen Strategie. Im Prinzip der Grund dafür, warum wir überhaupt zusammenarbeiten, genau. Warum wir eine Gemeinschaft sind. So meinte ich Strategie. Ja. Der Strategie hat so ein bisschen was mit Vorgehen zu tun, ne? Das so eventuell schon. Ich finde eher mit Ziel, aber das ist ein bisschen definitiv. Und das ist halt wirklich, dann gibt es, der Nils sagt zum Beispiel, glaube ich, Strategie ist insofern halt. Strategie ist ja, wie erreicht man das Ziel, ne? Ja. Und das machen ja die Abteilungen wieder selbst. Die können ja selber entscheiden, wie sie das Ziel erreichen, das wird ja nur vorgeben. Genau. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden wahrscheinlich. Beim Terrorismus wird gesagt, ihr habt deswegen jetzt alle so rumzumarschieren. Und die anderen sagen, also wir kennen das Ziel und haben das als unseres erkannt, aber wir suchen unseren eigenen passenden Weg. So hätte ich es jetzt interpretiert. Ja, ich glaube ja. Und der Begriff Strategie, den finde ich halt schwierig, weil ich Strategie auch als Werkzeug verstehen kann, um halt das, was ich am Markt sehe, zu übersetzen in eine interne Referenz. Also dass ich hier eine Strategie erstelle, die dann halt kommuniziert wird an den Rest des Unternehmens. Ja. Und dann ist es halt nicht, dann ist es auf der linken Seite. Weil die Strategie dann halt den Veränderungen im Markt unter Umständen nicht mehr hinterherkommt. Aber dann ist halt wirklich die Frage, was meinst du mit Strategie genau? Nee, dann sag mir das Wort, was es ausmacht, wenn es nicht die Strategie gibt. Also ich fand es schön, bei dem, was der Manuel gesagt hat, dass diese Objectives, was es gemeint, ja, dass das Werte sind. Nicht im Sinne von, ich will 10% Umsatz machen, ja, sondern ich möchte, dass die Nutzer sich wohler fühlen oder noch konkreter. Okay. Das ist nicht unbedingt eine Strategie. Die Strategie, wie man da hinkommt, ist dann eher über Wert oder über was weiß ich. Aber das ist eine Werterichtung. Ja, ein anderes Beispiel, die Manomama, weiß nicht, ob ihr die kennt, die stellt Textilien her in Deutschland, relativ neu. Und da ist das alleine, dass die Mitarbeiter nicht leiden sollen. Und damit ist klar, es kann keine Diskussion geben, weil es geht nicht um, dass irgendjemand irgendwie in Gift arbeitet. Dann ist auch für die Teams klar, wo es hingeht, ohne dass die endgültige Strategie festlegt zu Betriebskanälen. Nee, ich glaube, das ist ein gutes nächstes Slide. Ja, genau. Ne? Danke für die Überleitung, sozusagen. Das sind jetzt so Begriffe, die mir dazu eingefallen sind, was kann ich denn benutzen, um Alignment herzustellen, und was meine ich damit?
bei IT Agile setzen wir gerade oder probieren das ganz stark über eine Firmenvision, nennen wir es, ist vielleicht eher eine Mission. Das ist genau die dritte, ich glaube die dritte Folie, die ich gezeigt habe, ne, mit dem, okay, wir wollen halt Entwicklungsorganisationen helfen, ihre Kunden und Mitarbeiter zu begeistern. So. Das ist das, womit wir bei uns gerade versuchen, Alignment herzustellen. Wir haben jetzt diese Firmenvision seit Anfang des Jahres, haben festgestellt, dass es nicht reicht, die einfach nur zu haben. Sind gerade in einem Prozess, wo sich die gesamte Firma regelmäßig trifft, um nur daran zu arbeiten, zu klären, was das bedeutet in der Praxis, um mit Kunden zu sprechen, um mit Kollegen zu sprechen. Wie setzen wir denn das um? Was bedeutet das? Und das, keine Ahnung, was in einem Jahr ist, ne? Ob wir sagen, ja, das hat jetzt allein mit hergestellt oder nicht. Also ich finde das tatsächlich auch sehr, sehr anspruchsvoll. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir in bestimmten Bereichen auch schon sehr, sehr lange sehr gut darin sind, Alignment herzustellen. Ich merke es, oder ich mache das zum Beispiel daran fest, dass in Einstellungsprozessen, also wenn wir neue Kollegen im Kennenlernen-Tag kennenlernen, das Gefühl, die wichtigste Frage nicht ist, was kannst du, sondern was willst du tun? Was willst du bei unseren Kunden tun? Und dass wir da auch das Bauchgefühl brauchen, ja, das passt zu dem, was wir als Firma tun wollen. So mein, das ist so ein erster Schritt zum Alignment. So prinzipiell, und da passen dann auch OKRs wieder super rein, oder fand ich. Tatsächlich habe ich die eben gerade noch eingefügt, die Folie, ich habe das ein bisschen inspiriert auf dich, Manuel. Es ist so die Kombination aus Transparenz, was macht denn jeder Kollege, wie sieht jeder Kollege darauf, und Rechenschaft, also dass wir in einen Dialog darüber gehen, dass wir Feedback geben, dass wir darüber reden, okay, das sehe ich aber anders, warum hast du das so gemacht? Und auch das reicht nicht, haben wir festgestellt. Man muss dann die Konflikte, die dadurch auftreten automatisch, die muss man auch produktiv nutzen. Also es reicht halt nicht nur zu sehen, dass da jemand eine andere Meinung hat als ich und das dann zu schlucken, sondern man muss irgendwie einen Weg finden, damit halt produktiv umzugehen. Produktiv meine ich da in dem Sinne nicht unbedingt, dass der Konflikt aufgelöst wird oder dass wir den irgendwie wegkriegen oder so, sondern dass halt einfach was Neues entstehen kann. Also dass wir daraus wertschöpfen aus dem Konflikt. Habe ich euch jetzt abgehängt? Okay. Ich mache einfach weiter und wir können ja gleich noch ganz viel diskutieren. Jetzt will ich nämlich ganz konkret werden. So, was sind die ganz konkreten Dinge, die wir benutzen? Ich finde das ganz spannend, das so ein bisschen einzusortieren in zwei Dimensionen halt. Und zwar für Entscheidungsprozesse, was für ein Commitment erzeugt der Entscheidungsprozess? Also wie sehr kann ich davon ausgehen, dass wenn eine Entscheidung getroffen wurde, auch alle Mitarbeiter oder alle, die betroffen sind, das mittragen und damit einverstanden sind? Und die Güte der Entscheidung, also ist das wie, was für eine Qualität hat der Entscheidung? Und danach kann ich dann halt auch auswählen, wie wichtig ist das, wie schwerwiegend ist das, wenn wir die falsche Entscheidung treffen. Und so, das kennt ihr wahrscheinlich, Mehrheitsentscheidung benutzen wir auch. Ist lustigerweise der einzige Entscheidungsprozess, den wir vertraglich festgeschrieben haben. Also der wirklich formal vorgeschrieben ist. Und zwar in unserer Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft halt für Gesellschafterentscheidungen, für bestimmte. Erzeugt aber ein relativ geringes Commitment, ne? Zur Not habe ich halt 49% der Leute, die total dagegen sind. Und die Güte der Entscheidung, dadurch, dass es sehr schnell gehen kann, muss man sich nicht besonders mit auseinandersetzen. Und deswegen ist die Güte nicht unbedingt besonders hoch. Wenn ich eine Meinung habe und eine Mehrheit dafür, brauche ich mich mit der Gegenmeinung überhaupt nicht auseinandersetzen. Dann, wenn ich ein bisschen mehr Commitment brauche,
und das setzen wir tatsächlich nicht systemisch ein, das fällt mir gerade auf. Also das machen einige Kollegen und setzt sich aber auch mal mehr durch, ist das systemische Konsensieren, wer kennt das? Konsent? Nee, Konsent ist was anderes. Beim systemischen Konsensieren suche ich eine Lösung, die am wenigsten Widerstand hat. Es geht tatsächlich nicht um die beste Lösung, sondern die Lösung mit dem niedrigsten Widerstand. Das mache ich ganz einfach. Das ist hier ein Beispiel tatsächlich aus einem Training von uns, wo es darum ging, wie gehen wir mit dem Konflikt zwischen den Teilnehmern und den Trainern um. Einer von denen war ich. Und wir hatten halt drei Optionen gesammelt. Was können wir machen? Wir können einfach weitermachen. Wir können uns ernsthaft eine Stunde mit auseinandersetzen oder mal kurz eine Viertelstunde Fischbowl drüber machen und dann sehen. Und dann schreibt halt jeder zu jeder der Optionen aus, wie groß der Widerstand ist. Wir haben in dem normalerweise noch auf einer Skala von 0 bis 10. Wir haben es hier von 0 bis 3 gemacht. Und von 0 würde bedeuten, klar, können wir machen. Und 3 bedeutet halt über meine Leiche. Oder dann gehe ich oder irgendwie sowas. Also es geht gar nicht. Und dann sammelt man das. Macht erstmal jeder für sich, dann sammelt man das, dann bildet man die Summe und da, wo am nächsten Widerstand ist, guckt man vielleicht nochmal, ist da eine 10 oder in dem Fall eine 3 dabei, muss man da nochmal drauf gucken und dann nimmt man halt das mit dem geringsten Widerstand. Ist halt dann eine gute Idee, wenn ich keine, nicht unbedingt eine gute Entscheidung haben muss, aber wenn alle die Entscheidung mittragen müssen. Beispiel bei uns, wo es in einer großen Runde sind, wir eingesetzt haben, ist, wir machen so dreimal im Jahr Tuning-Tag, wo die gesamte Firma zusammenkommt. Und da stand die Frage an, okay, machen wir den nächsten Tuning-Tag kurzfristig, schon demnächst, weil wir ein wichtiges Thema haben, oder lassen wir uns mehr Zeit, um dass mehr Kollegen auch Zeit haben und das noch in den Kalender unterbringen. Da wäre es nicht so kritisch gewesen, die falsche Entscheidung zu treffen. Wichtig war, dass möglichst viele Kollegen mittragen. Anderes Beispiel war in einem Team, wo wir uns entscheiden mussten, welchen Instant Messenger benutzen wir. Relativ wurscht eigentlich, ne, weil alle irgendwie funktionieren, aber wichtig ist halt, dass alle Teammitglieder den benutzen. Und deswegen haben wir systemisches Konsensieren benutzt. So, dann kommen wir zum Konsent. Das erzeugt eine deutlich höhere Güte der Entscheidung, dadurch, dass ich mir halt wirklich jeden anhöre, der einen berechtigten Einwand hat. Wer kennt Konsent gar nicht? Also nicht verwechseln mit Konsens. Im Konsent ist die Idee, eine Entscheidung oder es gilt getroffen oder ein Vorschlag angenommen, wenn es keinen berechtigten Einwand mehr gibt. Nicht zu verwechseln mit einem Veto, das glaube ich auf der nächsten Folie, die ich mir von meinem Kollegen geklaut habe, dummerweise draufsteht. Es geht um berechtigten Einwand, das heißt, ich kann halt zu einem Vorschlag kann ich sagen, ja, ich bin voll dafür oder ich trage den mit, obwohl es nicht mein Lieblingsvorschlag ist oder ich habe halt einen berechtigten Einwand, nicht Veto, und erkläre aber auch, warum der berechtigt ist und was ich brauche, um mittragen zu können. Und wir müssen halt so lange miteinander reden, bis alle mindestens mittragen können. Das erzeugt halt eine sehr hohe Güte der Entscheidung, weil wir uns wirklich alle Einwände anhören und die ausdiskutieren müssen und entsprechend auch ein hohes Commitment, weil ja alle mitgehen. So, das führt bei uns oder hat bei uns dann teilweise zu sehr langen Runden geführt, wo dann auch schnell Leute ungeduldig wurden und genervt waren und keinen Bock mehr hatten, weshalb wir dann auch auf Anregung von Nils Flagging einen konsultativen Einzelentscheid ausprobiert haben, den wir jetzt seit mehreren Jahren, glaube ich, benutzt. Zwei oder zweieinhalb. Zweieinhalb, danke. muss ich mir von einem Ex-Kollegen sagen. Ja, aber wenigstens halt einfach, weil ich weiß, der noch gegangen bin. Ja, genau deswegen. Genau deswegen bist du gegangen. Sehr schön. Konsultative Einzelentscheid funktioniert so, wenn wir nicht innerhalb von 10, 15 Minuten einen Konsent hinkriegen, dann wählen wir im Konsent einfach aus, wer soll die Entscheidung treffen. Das ist dann typischerweise eine Person, wo wir sagen, okay, wir alle stimmen ab und wir alle committen uns darauf, dass wenn Manuel diese Entscheidung trifft, egal was das für eine Entscheidung ist, wir tragen es mit.
Und wir erwarten dann von ihm aber, dass er konsultiert. Das heißt, dass er sich überlegt, mit wem muss ich alles sprechen, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann und mit den Leuten halt spricht. Dann trifft er die Entscheidung, veröffentlicht die Entscheidung, möglichst noch mit Begründung, mit wem hat er alles konsultiert. Dann die restlichen Kollegen üben Vergebung. Ganz wichtig. Also sagen, ja, Manuel, du hast aber eine ganz scheiß Entscheidung getroffen, aber ich nehme das persönlich nicht krumm. Ich verstehe, dass das auch für dich schwer war, dass du vielleicht selber nicht ganz zufrieden bist, damit so eine Entscheidung treffen und so weiter und so fort. Und wir lernen gemeinsam daraus für die nächste Entscheidung, wie man die besser treffen kann. Teilweise waren die Kollegen sehr skeptisch, als wir das eingeführt haben. Wir haben das im Experiment gemacht und festgestellt, funktioniert super bei uns. Also es ist bei uns zum Standardverfahren geworden. Genau. Und dann gibt es, glaube ich, noch was, was wir tatsächlich nicht so offiziell haben oder auch nicht wirklich drüber reden. Den Begriff habe ich mir jetzt eher von Premium Cola geklaut. Dann nennen wir das Notentscheid. Das heißt, wenn halt irgendwo auf die Schnelle eine wichtige Entscheidung getroffen werden muss, dann treffe ich die halt. Also wenn, bei denen ist es halt so, wenn halt ansonsten keine, die stellen halt Cola-Flaschen her, ne? Wenn keine Flaschen vom Fließband laufen können, bevor die Entscheidung getroffen wurde, dann wird die halt jetzt getroffen, wenn diejenige, der da vor Ort ist. So. Und dann muss ich das Commitment vielleicht irgendwie später bekommen oder später nochmal die Entscheidung überarbeiten. Ja? Ja, okay. Ist eine gute Frage. Ist die Frage, was du damit gut meinst. Ne? Es ist wahrscheinlich in dem Sinne. Ja, ist vielleicht sogar noch eine andere Dimension. Ne? Das Notentscheid halt ist an der Stelle besser als zu warten. Also in Tschernobyl wurden auch Notentscheide getroffen. Bitte? In Tschernobyl wurden auch Notentscheide getroffen. Ja, okay, ich glaube, das ist aber noch eine andere Geschichte. Natürlich, jedes Einzelne, wir hatten die letzten beiden konsultativen Einzelentscheide, die bei uns getroffen wurden, die sind richtig, haben richtig Unruhe verursacht bei uns. Die waren nicht unbedingt gut, aber die waren wahrscheinlich besser, als wenn wir halt ein anderes Verfahren nutzen. Keine Ahnung. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ja. Also ich würde ein Beispiel, kann ich schon ablesen, dass die Entscheidung hoch ist, denn wenn der Einzelne, der vor Ort ist, der weiß, was zu tun ist, muss jetzt gerade schnell passieren, ist es die beste Entscheidung, die man treffen kann. Also erst zu warten und irgendwie anderer zu ist, dann einfach eine schlechte Entscheidung, egal was da rauskommt. Allein durch die Tatsache, dass vielleicht die gleiche Entscheidung mit hohem Konsens später getroffen werden würde, ist es eine schlechte Entscheidung. Also im Endeffekt muss man dann anfangen zu diskutieren, was ist eine gute und schlechte Entscheidung. Ja, genau. Weil vielleicht ist sie jetzt kurzfristig die richtige, ja, aber langfristig macht sie den gar aus oder sowas. Ja. Also wie bei der Software, du strickst da schnell irgendwas rein, ja, und, aber am Ende fliegt der dann doch irgendwann alles irgendwie über. Das könnte auch ein gutes Beispiel noch sein, Ersthilfe. Also da liegt jemand und der ist bewusstlos. Ja. Und ein Arzt hätte vielleicht eine andere Entscheidung getroffen, aber ich mache halt das. Das fängst du nicht an mit Konsens. So. Ja, da meine ich halt, was ich gelernt habe, ja. Was mir gesagt hat, das ist eine gute Idee, den anderen was ich hin. Ja, das war jetzt keine Entscheidung. Genau. Ja, stimmt. Einverstanden? Und ja, ist ja nur ein Modell, ne? Von daher ist sowieso falsch. Ja. Also, wir haben auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht, diese Entscheidungsfrage da noch zu unterscheiden. Jetzt komme ich wieder mit so einem strategischen, in der ganzen Diskussion müssen wir nicht mal machen, aber was so zentrale, langfristig wirkende Entscheidungen sind, da sind solche konsultativen Einzel- und Konsensdinge gut, weil es da auch eben langfristig erzeugtes Commitment und so wichtig ist. Und die zu unterscheiden von operativen Entscheidungen. Also die im täglichen Geschäft aus der definierten Rolle und Verantwortung einfach jeder treffen kann. Und das ist kein Not, sondern das ist aus der Kompetenz, die wir ihm zutrauen, zu sagen, das kannst du entscheiden, das für richtig hältst und wir werden es mittragen, weil wir haben dich in diese Rolle gegeben. Und das ist nicht Not, sondern Normalfall. Ja, dass operative Entscheidungen schnell und auf der Basis von Kompetenz getroffen werden und wenn einer denkt, oh, das ist mir zu heikel, dann fragt er halt. Und also das scheint mir viel praktikabler zu sein.
das ist nochmal eine zusätzliche Dimension, die ich auch bei uns sehe. Also es ist bei uns tatsächlich auch nicht irgendwo formell festgeschrieben, aber ich würde das, sehe das ziemlich deutlich, dass es da bei uns so 4 Eskalationsstufen gibt, die sich einfach so rausschälen. Und zwar das eine ist so die individuelle Entscheidung. Also aus meiner Rolle raus, ich bin halt der Experte dafür, ich entscheide das jetzt und ich weiß auch, wenn ich das entscheide, kann er als Sys-Admin, ne, welchen Router setzen wir da jetzt ein oder so, da wird auch kein anderer Kollege hinterfragen oder vielleicht mal so, okay, hast du auch daran gedacht oder so, kennst du, ne, aber das wird nicht in Frage gestellt. Und das sind halt so aus der Rolle heraus und es sind auch Entscheidungen, wo halt die Kollegen auch nicht großartig von betroffen sind. Also zum Beispiel auch, kaufen wir jetzt ein neues iPad oder nicht? Ist auch in einem finanziellen Rahmen bei uns tatsächlich, das entscheide ich einfach selber. Dann gibt es, und gerade dieser finanzielle Rahmen ist bei uns automatisch so ein Sicherheitsnetz quasi, weil die nächste Stufe ist dann das Team. Weil bei uns jedes der Business-Teams in der Peripherie ist verantwortlich für seinen eigenen finanziellen Erfolg. Das heißt, jedes Team führt eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung und die ist auch öffentlich. Und wir hatten es eine lange Zeit, dass wir jeden Monat tatsächlich als Firma gemeinsam drauf geguckt haben, wie steht jedes Team da. Momentan haben wir einen anderen Fokus und haben deswegen beschlossen, dass unsere Rolle Graf Zahl, also derjenige, der das alles aufbereitet und so halt auch einen Blick drauf hat, und wenn er merkt, da läuft irgendwas schief, dass er dann halt sagt, Moment, wir sollten wieder drauf gucken und solange vertrauen wir dem, dass er das im Blick hat. Und das führt halt dazu, dass ich, wenn ich eine Entscheidung treffen möchte oder glaube, zu treffen zu müssen, wo ich aber die nicht alleine tragen will, dass dann die nächste Stufe ist, ich gehe zu meinem Team und spreche das mit meinem Team. Und viele Entscheidungen können wir dann schon im Team sagen, okay, ja, wir machen das oder wir machen das nicht. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade diese Woche im Team darüber gesprochen, auf welche Konferenzen gehen wir. In der Zeit sind wir halt nicht beim Kunden, können wir das leisten, macht das Sinn und so. Das haben wir im Team besprochen. Im Prinzip auch strategische Fragen. So. Dann die nächste Stufe, wenn halt auch das Team sagt, oh, das ist uns zu groß, das ist eine Verantwortung, die wollen wir als Team nicht übernehmen. So, das können wir gegenüber den anderen Teams nicht vertreten, dieses alleine zu treffen. Dann ist die nächste Eskalationsstufe einfach Zusammenarbeit zwischen mehreren Teams. Dass man sich andere Teams sucht, mit denen man das gemeinsam machen kann. Beispiel ist, viele von euch kennen wahrscheinlich die Augenhöhe-Filme, wo man, die man ja auf Kicks. Nee, ist ja auch egal. Die man über, wo man über Crowdfunding halt so beitragen konnte finanziell. Und unser Team hat ja gesagt, wir würden das gerne, das ist aber ein bisschen zu viel Geld, um das alleine zu entscheiden. Wir haben uns einfach ein zweites Team gesucht und haben das gemeinsam gemacht. Und das mussten wir nicht in der Firma entscheiden. Und dann gibt es halt Entscheidungen, wo wir tatsächlich sagen, okay, das ist irgendwie so wichtig oder sind wirklich alle so sehr davon betroffen, dass das nicht mehr in diesen Foren stattfinden kann. Und dann haben wir nochmal die Unterscheidung zwischen, okay, es ist operativ, also im Prinzip eine einmalige Entscheidung, die jetzt einmalig wird. Und dann haben wir halt den Konsens oder den konsultativen Einzelentscheid. Das Co-Ei. Und dann gibt es Policies. Also so grundsätzliche Fragen, was für Regeln wollen wir uns geben, wie wollen wir funktionieren als Organisation. Das hat nicht einmalig Auswirkungen, sondern langfristige Auswirkungen immer wieder. Und dafür haben wir den Policy Circle. Das ist im Prinzip ein Gremium mit Vertretern aus allen Teams.
die treffen sich, glaube ich, einmal im Monat, wobei ich gar nicht weiß, ob momentan stattfindet, weil momentan, glaube ich, der Bedarf relativ klein ist. Aber die treffen sich halt mehr oder weniger regelmäßig, Vertreter aus allen Teams, um über Anträge zu sprechen, wenn man sagt, okay, ich will hier eine neue Regel haben oder wir brauchen eine neue Rolle oder sowas. Und in diesem Kreis wird über Consent entschieden. Das heißt, die Vertreter aus allen Teams müssen gemeinsam sagen, ja, so führen wir das ein. Wenn es da irgendwo berechtigte Einwände gibt, dann wird das zurückgegeben und gesagt, okay, passt so noch nicht, wir haben noch das Feedback, das muss noch überarbeitet werden. Hm? Würdest du das einordnen in der erzeugtes Commitment-Skala? Also das die Sachen, die entschieden werden, werden ja auch von allen getragen. Dadurch, dass ja, also das, wird, da wird, das ist ja Konsens, der passiert, ne? Ja, aber nur zwischen den Repräsentanten. Ja, ja, ich kann allen. Die Sachen kann man ja mal darauf anwenden, wen betrifft jetzt diese Entscheidung und wer nimmt daran teil? Und die momentan die Repräsentanten sind eher konservativ. Also weil die ja von ihren Teams auch sehr in Verantwortung genommen werden. Ne? Also die kriegen, wenn die dann eine Entscheidung treffen, wo nicht alle Teammitglieder irgendwie sagen, okay, das war okay so, dann kriegen da auch Gruppendruck. Und die Entscheider sind auch gewählt in den Teams. Also die Teams entscheiden, wen sie da hinschicken. Dementsprechend, also wenn hier was im Content entschieden wird, das dauert manchmal eine Weile, aber wenn es einmal entschieden ist, dann ist das Commitment weg. Und es gibt halt, und es gibt da auch Iterationen. Ne? Also ich kann auch jederzeit halt einen Änderungsantrag stellen. Der dauert dann auch wieder ein bisschen. Also zusätzliche Teil Du weißt ja, wie viel noch kommt, du kannst auch gerne auch kürzen sagen. Ich glaube, wir sind im Prinzip durch die Folien durch. Okay. Also von daher. Also wir hatten ja mal ein ähnliches Konstrukt, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Wo sich auch Vertreter regelmäßig getroffen haben. Ja, ich weiß, so die Delegiertenrunde. Die Delegiertenrunde? Ja. Die hat ja nur so beschränkt gut funktioniert. Das ist nett ausgedrückt. Ja. Hast du eine Erklärung, wieso das jetzt besser ist? Also während du überlegst, erkläre ich mal kurz die Delegierung. Das war im Prinzip genau das, Repräsentanten gewählt aus jedem Team und die haben sich dann statt in große Runde zu treffen, halt da so Entscheidungen zu treffen, ähnlich mit Policies. Und deswegen wundere ich mich jetzt, wieso funktioniert das jetzt besser als das, was wir damals schon ausprobiert haben. War das auch Consent oder was anderes? Wie die da drin entschieden haben, sei mal dahingestellt, aber das haben wir halt dann so entschieden. Oder alles andere klingt ziemlich gleich. Delegiert oder Repräsentanz hat, ist für mich klar. Ja, ich jetzt auch ja, also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Aspekte. Hast du direkt dazu? Ich habe dazu eine Frage. Diese Entscheider, werden die nach Thema gewählt oder gibt es einen, der dann für alle möglichen Themen entscheidet? Die hier? Die für den Konsul, die jetzt als Repräsentanten für den konservativen Einzel entscheidet. Ich glaube, da vermischst du gerade zwei Sachen. Wir haben die konservativen Einzelentscheider, das sind wirklich Einzelentscheider, auch in dem Sinne, pro Entscheidung wird ein neuer Entscheider gewählt. Das ist also wirklich, wir müssen Sache X entscheiden, wer ist der Beste, wer sollte das machen. Wo können alle mitgehen? Wenn er entschieden hat, dann ist es fertig, für die nächste Entscheidung wird ein neuer Entscheider gewählt. Und ja, da gibt es Leute, die immer mal wieder gewählt werden, weil sie das besonders gut machen, aber es gibt da keine feste Zuordnung. Ein Policy Circle, die sind relativ fest. Also ja, man kann es auch ändern, ne? Aber im Prinzip gibt es halt tatsächlich für jedes Team einen Repräsentanten, der halt die Teaminteressen vertritt und zusätzlich für jedes Team noch einen sogenannten Operational Leader. Das kommt aus der Soziokratie, deswegen haben wir die Begriffe einfach übernommen. Ganz kurz, der Operational Leader ist nicht dazu da, die Interessen des Teams zu vertreten, sondern Blick drauf zu haben, dass es auch umgesetzt wird. Also hat eher auf der Umsetzungsseite, was zum Beispiel passiert ist, dass die Repräsentanten alle, also dass es einen Vorschlag gibt und die Repräsentanten sagen alle, ja, okay, passt, können wir so machen. Das Verhalten, was hier von uns gefordert wird, ist für uns okay. Und die Operation Leader sagen, ja, aber wir wissen überhaupt nicht, was das bedeutet im Sinne, woran erkennen wir denn, dass wir das machen? Was macht das für einen Unterschied, wenn wir das jetzt beschließen? Wie können wir das einfordern?
vollkommen unklar. Nee, das gab es in der delegierten Runde nicht. Das war, glaube ich, ein Unterschied. Ein anderer Unterschied in der delegierten Runde war, glaube ich, ich war ja in der delegierten Runde nicht, ich habe das nur so aus der Entfernung mitgekriegt, auch aus Karlsruhe halt, was in Hamburg passiert. Deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Aber mein Eindruck war, dass in der delegierten Runde auch unklar war, was überhaupt der Auftrag ist, also was sie dürfen und was nicht. Das ist im Policy Circle klar geklärt. Und dass nicht klar war, wie entscheidet sie halt. Also das glaube ich auch in der Delegierten und klar, wollen wir im Konsens, wollen wir Mehrheitsentscheid machen. Dadurch, dass wir hier einfach soziokratisch, also das außer Soziokratie genommen haben, haben wir gesagt, okay, wir machen es halt über Konsens, wenn es nicht funktioniert, können wir noch was anderes machen, wir machen es damit jetzt einfach erstmal. Also von daher, da vielleicht die Blaupause tatsächlich geholfen. Nicht groß rum zu überlegen, wie machen wir es jetzt, aber okay, wir machen es jetzt einfach mal so, wie es in der Soziokratie steht, probieren das aus und wenn es nicht funktioniert, können wir es immer noch ändern. Und komischerweise funktioniert es. Und es hat sich halt auch noch sozial eine Menge getan in der Zwischenzeit. Wir hatten Firmenmediation, wo wir ein halbes Jahr lang uns von zwei Mediatoren haben begleiten lassen und gelernt haben, wie wir halt mit den Konflikten umgehen. Da hat sich viel getan. Es ist ja so ein bisschen gemein, da eine Kausalität herzustellen, aber ich glaube, es gibt sie tatsächlich. Dass das mit dem Policy Circle, glaube ich, auch, da ist viel passiert in der Zeit, wo Henning in einer 3 Monate in der Auszeit war, also wo der Geschäftsführer nicht da war. Das hat, glaube ich, auch was geändert in der Dynamik unter den Kollegen. Und letztendlich ist alles geraten, was der Unterschied ist. Keine Ahnung. Ja. Es funktioniert. Wenn ich zum Konsens mal was fragen, ja. Erfahrung, das würde mich interessieren. Könnte jetzt vielleicht ketzerisch behaupten, führt Konsensentscheidung nicht dazu, dass man keine mutigen Entscheidungen mehr trifft, sondern nur die sicheren, weil immer du also quasi für so mutige Entscheidungen oder für so Risikoentscheidungen immer einen findest, der sag ich mal, Befürchtungen hat und der am Weg eigentlich. Das ist nur mal als These. Mhm. These kann man haben. Es hängt mit Sicherheit auch von den Leuten ab. Also du brauchst. Das Spannende am Konsens, finde ich, ist, dass ja, sobald du eine Person in der Runde hast, die das merkt und dann Bauchkrummeln bekommt und dann mutig genug ist, das zu formulieren, dass die ja schon dafür sorgt, durch einen berechtigten Einwand, wir spielen hier sicher und das ist nicht gut, den Prozess am Laufen hält. Du brauchst nur einen, der sich da traut. Und ein anderer Aspekt davon ist, dass halt auch der Status quo tatsächlich keine größere Macht hat als andere Vorschläge. In vielen anderen Entscheidungsverfahren ist halt, wenn wir keine Entscheidung treffen, bleibt es halt so, wie es jetzt ist. Im Konsens richtig angewendet, was nicht heißt, dass wir es immer richtig machen, aber von der Idee her ist es halt so, den Status quo beizubehalten, ist ein Vorschlag wie jeder andere auch. Und wenn es einen berechtigten Einwand zu gibt, machen wir das nicht. Ich wollte noch anmerken zu dem konsultativen Einzelentscheid. Ich kann die Folie nochmal aufrufen lassen. Entschuldigung. Es gab hier Verwirrung, ob wir es gezeigt haben. Soll ich weitermachen? Ja. Also vielleicht hast du die Folie nochmal aufgeklärt. Weil ich vielleicht über wer sich gemeldet hat und so, kannst du mir helfen in der Moderation und darauf achten und die Reihenfolge, weil ich kriege das gerade nicht hin. Danke. Okay. Ich mache weiter, ja. Vielleicht kannst du die Folie zum konsultativen Einzelentscheid nochmal offen. Genau. Also wir nutzen es auch ziemlich stark und haben die Erfahrung gemacht, deswegen gefällt mir das Wort Einzelentscheid nicht, sondern bei uns ist es eher sowas wie ein konsultativer Kleingruppenentscheid oder sowas geworden. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, wenn das Entscheidungen sind, die dazu treffen sind, die eine größere Tragweite haben, also nicht nur das gesamte Unternehmen betreffend, dann tun sich einzelne Personen häufig schwer damit, wählen zu lassen als Entscheider oder sich als Entscheider hervorzutun. Und es ist deutlich einfacher, wenn das dann 2, 3, 4, 5, wie viele auch immer Personen machen und die dann eben die Entscheidung treffen. Das ist das eine, so aus der Praxis würde ich das auch schon relativ lange anwenden. Und dann das zweite ist, insofern gefällt mir das Bild ganz gut, weil da ja 3 Personen abgebildet sind. Das zweite ist noch hier bei dem Vergebung üben. Was wir da haben, ist, die Kleingruppe trifft eine Entscheidung
Aber es gibt durchaus noch die Möglichkeit, die Entscheidung zu ändern. Also die stellen das dann vor und es ist auch erst, wenn die Entscheidung getroffen wird, wenn aber dann das Feedback kommt, also es gibt einen Feedback-Kanal dann noch und wenn dann sehr negatives Feedback zu der Entscheidung kommt, hat diese Kleingruppe auch noch die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ist offensichtlich doch nicht so gut, was wir uns überlegt haben, vielleicht haben wir nicht genug konsultiert im Vorfeld oder was auch immer, wir ändern die jetzt nochmal ab. Da haben wir weiter das Mandat, die Entscheidung zu treffen, kriegen jetzt das Feedback und können auch nach der Entscheidung das noch ändern. Mhm. Also das Spannende ist, ich hatte schon gesagt, wir haben so in der letzten Zeit so ein, zwei Einzelentscheidungen gehabt, die sehr kontrovers waren, was dann auch dazu geführt hat, dass wir dann mal zu dem ganzen Thema eine Retrospektive gemacht haben, in einem relativ kleinen Kreis. Und da haben wir unter anderem auch darüber gesprochen. Und bei uns war da die Präferenz tatsächlich darauf, das bei Einzelnen zu lassen, weil wir eher eine Kultur fördern wollen, wo halt wirklich ein Einzelner auch die Verantwortung übernimmt. Und halt nicht sagen kann, also dass wir wollen, dass halt einer dasteht und sagt, hier, ich stehe dafür ein, ne? Und nicht sagen kann, naja, Moment mal, aber er hat das ja mitentschieden. Also dass ich mich da rausziehen kann aus der Entscheidung. Wir wollen jemanden haben, der da voll für steht. So. Und vorher dazu, habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass sich dann tatsächlich auch alle aus dem Unternehmen als Entscheider mal gehen lassen? Genau, also hat das dann ziemlich schnell zu einer Situation geführt, dann hat das halt eh nur der Geschäftsführer oder der Gesellschafter, oder also sagen Leute in der Hierarchie, also, relativ weit oben stehen, die waren dann immer die Einzelentscheider, weil die dann sich nicht getraut haben, sondern die wollen die mal lieber machen. Also großartige Hierarchie haben wir sowieso nicht. Und unsere Geschäftsführer haben sich am Anfang geweigert. Die wurden vorgeschlagen und also funktioniert das Entscheiden, wer das entscheidet, funktioniert bei uns so, dass die dann Vorschlag machen kann mit Begründung und tatsächlich, ist egal. Und ich kann dann halt sagen, ich möchte die Entscheidung aber nicht treffen. Und die Geschäftsführer gerade am Anfang haben gesagt, nein, wir machen das nicht, genau aus dem Grund. Wir treffen diese Entscheidung nicht, weil wir wollen, dass halt das nicht an der Hierarchie hängt. Und natürlich gibt es Leute, die sich da grundsätzlich zurückhalten und andere, die halt gerne, okay, dann mache ich es halt. Und ich finde das aber auch okay. Es gibt halt Leute, die da auch besser drin sind, zu konsultieren zum Beispiel. Hm. In der Kleingruppe können die halt auch eingebunden werden, das sozusagen, das was wir groß überlegt haben. Leute, die sich alleine nicht trauen, können der Kleingruppe okay. Das dann machen. Ja. Und dann, okay, sorry. Okay. Also ich meine jetzt bei der Kleingruppe, das ist doch aber dann, da weißt du die Katze und Schwanz. Ja. Du hast ja dann wieder einen Gruppenentscheid, den wir Gruppenentscheid, hast du dabei auch, ne? Was er auch gezeigt hat, da vorne nicht. Zweiten weil da gibt es ja einen Ein abgegeben. Nee, was ihr hier vorne aufgezeichnet habt. Also im zweiten, dritten hast du ja auch ein Team oder zwei Teams. Da musst du ja auch immer, wenn es mehr als einer ist, brauchst du irgendeine Form, wie die da entscheiden, sich abstimmen. Wir hatten tatsächlich einmal einen konsultativen Paarentscheid. Das lag aber daran, dass wir tatsächlich keinen Einzelnen gefunden haben, wo Konsens entstanden ist, dass die Entscheidung treffen soll. Das war eine sehr polarisierende Entscheidung. Da ging es darum, ob wir das Büro in München behalten wollen oder nicht. Und da haben halt die Hamburger haben den Münchnern nicht getraut, dass sie da objektiv entscheiden. Und die Münchner haben den Hamburger nicht getraut, dass sie ihre Perspektive ausreichend berücksichtigen. So, wir hatten da so einen Deadlock eine Weile, also für 5 Minuten oder so, bis dann halt irgendjemand, ich glaube, es war ich, auf die schlaue Idee kommen, zu sagen, okay, dann warum machen wir nicht einen Entscheid, ein Münchner und ein Hamburger? So, und die machen das gemeinsam. Und da haben wir dann gesagt, ja, okay, da haben wir alle das Vertrauen, dass wir das hinkriegen. Ich habe noch eine Ergänzung zu der Konsensentscheidung. Was mir daran sehr gut gefallen hat, ich habe es also auch im klassischen Projekt ungefähr immer angewandt, ist, dass du einfach ein Umdenken hast und dass du das zügig gelebtes Risikomanagement. Ja, weil mitunter hat es immer so ein bisschen betriebsblind oder ein bisschen zu risikobereit und dann sind so Leute wirklich sehr hilfreich, einem aufmerksam zu machen, da ist noch was im Argen. Und es hilft vor allen Dingen, Killerphrasen auszuschalten. Weil man kann nicht einfach nur sagen, ich bin dagegen, sondern ich muss auch Argumente liefern und ich muss, wenn es irgend geht, auch gleich einen Verbesserungsvorschlag liefern. Und damit sind diesen ganzen Endlos-Diskussionen, ne, ist schon mal von allen, wenn schon alles gesagt hat, noch nicht von jedem, dann schiebt man da ganz schnell einen Riegel vor. Ja. Ja, also ihr seid ja jetzt auch ein total cooles Unternehmen. Und ich habe bei der Kultur über die Jahre entwickelt und darüber dann trotzdem noch viele Reibungen, von denen du jetzt beschrieben hast. Ja. Das hast du am Anfang gesagt, ihr wollt ja was für eure Kunden machen. Mhm. Was müssen die Kunden für Voraussetzungen erfüllen, damit ihr denen so etwas
ratet. Also ratet ihr das einer Privatbank mit 1500 Mitarbeitern? Ratet ihr das einem Logistikkonzern mit mehreren tausend Mitarbeitern? Oder ist das tatsächlich nur was für kleine mittelständische Unternehmen? Es ist ja nicht schwarz und weiß, ne? Ich habe es jetzt mal schwarz-weiß. Mhm. Aber danke für die Überleitung. ich führe das ja ein über, es ist ein komplexes Problem. So, und jedes komplexe Problem behandeln wir es agil, das heißt mit Inspect and Adapt, halt über Experimente und Retrospektiven. Also ich würde keinem Unternehmen der Welt sagen, okay, mach das so, Punkt. Ich würde jedem empfehlen, probiert das mal aus in einem Experiment, wo wenn es schief geht, das bringt euch nicht um. Und darüber lernt ihr und führt das schrittweise wahrscheinlich ein, weil ihr lernen werdet, dass es gut funktioniert. Und jedes Scrum-Team, das ich betreue, da führe ich selbstverständlich Konsententscheidungen ein. Am ersten Tag. Wenn im Unternehmen irgendeine wichtige Entscheidung getroffen werden soll und es ist schwer, da ein Commitment herzustellen, dann probiert doch einfach mal für die Entscheidung einen konsultativen Einzelentscheid aus. Und das hat mit der Unternehmensgröße relativ wenig zu tun, sondern eher mit der Größe der Entscheidung, ob ich sagen würde, fangt mit der an oder macht ihr erstmal mit einer anderen Entscheidung. Also, kurz, kurze Frage zum Verständnis, das war eine vorherige Folie. Verstehe ich das richtig, dass Konsens immer vorausgeht vor dieser konsultative Einzelentscheidung. Weil ich habe so vorher verstanden, dass der Entscheidungsprozess wieder anfängt. Aber ist es so, dass verschiedene Optionen in diesen Prozess eingetragen werden? Es wird nur entschieden aus diesen verschiedenen Optionen und nicht das Ganze nochmal angefangen. Weil das nimmt so ein bisschen die Verantwortung von den Einzelpersonen ab und sagt, die Runde hat drei Optionen, aber wir kamen nicht zum Konsens und die drei Optionen, deswegen gehen wir durch diesen Prozess und also, zwei ist das. Versteht das nicht? Ich habe die Vermutung, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Okay. Ich probiere es mal. Also, nee, kein Problem. Es ist tatsächlich, dass ich auch am Entwickeln, einfach dadurch, dass wir Erfahrung sammeln. Am Anfang war es halt eher so, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren alles im Konsens, was dann so aussieht, wir sitzen halt in einer Runde, wer immer da ist. Und es macht halt jemand einen Vorschlag und dann wird er abgestimmt und der Vorschlag wird verfeinert. Und irgendwann nervt es uns halt, so nach 10 Minuten, okay, wir kommen hier nicht vorwärts, wir finden keine Entscheidung in dieser Runde. Lass uns konsultativen Einzelentscheid machen. Und dann 3 Minuten später ist klar, die Entscheidung trifft, alle sind glücklich. Inzwischen haben wir natürlich ein besseres Gefühl dafür, wo wir keinen Konsens finden werden. Dann brauchen wir da auch gar nicht erst mit anzufangen. Also wenn gleich jemand sagt, lass uns gar nicht mit Konsens machen, lass gleich konsultativen Einzelentscheid machen. Und dann sagen, ja klar, natürlich, warum nicht? Hat das die Frage beantwortet? Das klingt aber auch darum, habt ihr dann die Möglichkeit, alles zu entscheiden oder nur mit bestimmten Möglichkeiten? Der hat was wir gelernt haben, ist, dass der konsultative Einzelentscheider sogar die Autorität haben muss, zu entscheiden, worüber er eigentlich entscheidet. Also wir haben am Anfang die Illusion gehabt, wir könnten eine eindeutige Auftragsklärung machen, also wir könnten festlegen, was genau die Entscheidung ist. Und wir haben gelernt, dass der Entscheider beim Konsultieren erst wirklich lernt, was für eine Entscheidung, also was überhaupt die Frage ist. Also es ist sogar noch weniger, nicht mal Lösungen, nicht mal, sondern es ist sogar, nicht sogar, mal das Problem, sogar das Problem muss er eigentlich typischerweise erst wirklich rausfinden. Da gibt es Darf. Also das Scrum-Team mag vielleicht gerne mal über die Gehälter diskutieren, aber wenn wir nicht
macht das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Weil also Kollektivvertretungsorgan werden die das einfach mit dem Arbeitgeber verhandeln. Mandatierung ist die gleiche Logik, andersrum gedacht. Nur manchmal darüber nachzudenken, welches Mandat darf man überhaupt haben. Ja, und tatsächlich gibt es ja auch da Wechselwirkungen. Hm? Also ja, wenn ich Betriebsrat habe, muss ich da nochmal ganz anders drüber nachdenken. Und ich würde die These aufstellen, dass wir, weil wir sowas wie konsultativen Einsatzentscheid unter anderem haben, wir niemals einen Betriebsrat haben werden, egal wie groß wir werden. Ja gut, das geht aber für andere auch. Ich bin Geschäftsführer. Dinge, die ich, für die ich in der persönlichen Haftung bin, werde ich unter Umständen auch nicht in eine Entscheidung begeben. Okay, das sind unsere Geschäftsführer anders. Ja, das ist, ich habe es ja vorsichtig formuliert, aber es ist trotzdem noch nicht. Ja, weil, geben die das Mandat oder geben sie es nicht? Hm? Geben die das Mandat oder geben sie es nicht? Ja, und unsere Geschäftsführung sagt halt, nee, also sie sind ja, das Interessante ist ja, dass sie beim Entscheiden, wer entscheidet, sind sie ja typischerweise mit dabei. Und sie haben auch typischerweise, also und sie haben auch ein starkes Interesse, konsultiert zu werden. Also sie sagen uns, hier, rede auf jeden Fall mit mir, bevor die Entscheidung triffst. Weil ich eine wichtige Perspektive habe. Ja, und letztendlich sagen sie dann aber auch, naja, ich weiß auch, dass wenn ich die Entscheidung treffe, die wird halt nicht unbedingt besser. Ja, alles gut. Okay, aber muss geklärt werden. Ja, klar, das ist eine wichtige, naja, klar. So, ich glaube, das wird die letzte Frage. Jetzt für Entscheidungen, die eine gewisse Tragweite haben, von der viele betroffen sind, stellt sich mir die Frage, wer trifft denn die Entscheidung dafür? Und es gibt jetzt eine Situation, in der durchaus vielleicht ein Team eine Entscheidung treffen kann, welche Leistungen erbringen wir denn, welches Produkt wollen wir denn machen, was auch immer, die aber also so direkt erstmal nur für das Team relevant sind, aber im größten Teil natürlich auch für das Unternehmen. Jetzt ging es ja um Alignment und um Strategie oder zumindest mal Vision oder Mission gefallen. Wie stellt man denn sicher, dass die Entscheidungen, die erstmal nur für das Team relevant sind, trotzdem an der Vision sich orientieren? Ich kann ja eine Vision vorgeben, ne? Ich kann ja sagen, also wir wollen jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber wir haben jetzt unterschiedliche Business-Teams da. Wir sagen hier allen plötzlich morgen, wir machen jetzt mal Beratung zum Thema X. Ich habe bei euch noch keine Zettel gehabt, da habe ich ja gar keine Kompetenz drin, aber das Team hat es jetzt entschieden. Ist jetzt nicht so aligned, aber wäre ja in den Modellen durchaus möglich, dass das Team, weil es ja ein Team-Thema ist, sagt, das machen wir. Also die Erwartung an das Team wäre in dem Fall halt, dass es das mal kommuniziert, wir machen das jetzt. Mhm. Dass es in Rechenschaft geht, im Sinne, dass es bereit ist, mit wer immer da Interesse dran hat, in Dialog zu gehen, was tatsächlich nicht immer emotional einfach ist, auf Beziehungsebene. Sie genau anhören zu müssen, habt ihr das durchdacht? Könnt ihr ja wirklich Geld mitmachen? Wie viel investiert ihr denn da? So, ne? Da entsteht dann Dialog. Und dann das, was wir halt wirklich, was uns am schwersten gefallen ist, zu lernen, ist wirklich mit den daraus entstehenden Konflikten dann produktiv umzugehen. Also dumme Entscheidungen einfach mal zu geben dann? Nee, eben genau das nicht zu tun. Okay. Also das ist, was bei uns also lange Zeit passiert ist, dass wir halt über diese Konflikte nicht gesprochen haben, sondern dass halt ich zum Beispiel sage, okay, ich finde die Entscheidung total scheiße, aber ich habe keinen Chef, an den ich mich wenden kann, also halte ich die Klappe so und lebe damit einfach. Was, wozu das führt, ist, dass es brodelt und dass es halt total scheiße wird. Also alle ärgern sich nur noch über den anderen. Und was wir lernen mussten, ist halt dann aufeinander zuzugehen, insofern damit zu leben, dass ich sage, okay, ich akzeptiere die Entscheidung erstmal, aber ich will die auch hinterfragen und das muss auch okay sein. Ändert ihr die Entscheidung? Die Kritik an der Entscheidung und der Dialog über die Entscheidung, ändert ihr die Entscheidung? Nicht zwangsläufig zumindest. Vielleicht schaffst du dann Erkenntnis bei dem anderen oder bei dem Team, ja, die sagen, okay, ja, war eine doofe Idee, machen wir es auch anders. Ja. Das kann auch sein, dass du sagen, fühl dich trotzdem gut. Aber es ist ja ein Fluss, ist ja nichts in Stein gemeißelt. Okay. Sagen jetzt, wir wollen jetzt ein Produkt entwickeln, da beginnt seit einem Jahr lang ein Produkt rum. Und eine Situation, die gar nicht entstehen kann. Also, würdest du sagen, muss man das aushalten oder was muss aufgelöst werden? Wer hat
die Autorität, das Mandat, diese Entscheidung vielleicht dann doch umzuwerfen? Hat überhaupt jemand das? Also das, da geht es ja um das Alignment, ne? Naja, also es hat in dem Sinne niemand das Mandat, aber es gibt einen ganz starken Gruppendruck. Also ganz konkret, wir hatten ein Beispiel, wo wir zwei Kollegen hatten, die wollten explizit den Testmarkt bedienen, also wie man agil testet. Da wollten sie neue Schulungen entwickeln, Beratungen zu machen und so weiter. Darf ich noch eine Minute? Eine können wir übertragen, okay. Wir haben eine Viertelstunde. Okay, danke. Wir haben dafür ein Team gegründet und haben gesagt, okay, wir versuchen diesen Markt anzugehen. Und die mussten halt jeden Monat berichten, dass sie rote Zahlen schreiben. Und dann fragen halt die Kollegen, okay, was ist denn euer Plan, was macht ihr gerade, wie wollt ihr da rauskommen? Monat für Monat für Monat, nach 6 Monaten, gab es dann auch mal eine etwas größere Runde, soweit ich mich erinnere, wo dann, okay, wie können wir euch helfen oder was braucht ihr denn, was ist denn, müssen wir die Strategie ändern? Und irgendwann haben sie dann halt von sich aus gesagt, es funktioniert nicht, wir geben auf. Und das Team hat sich aufgelöst. Hat aber niemand das Mandat gehabt zu sagen, wir lösen euch auf. Sondern es ist aus dem Gruppenprozess, aus der Dynamik entstanden, dass sie gesagt haben, okay, es hat keinen Sinn mehr. Wir Wenn sie jetzt schwarze Zahlen geschrieben hätten, aber das Thema agiles Testmanagement wäre gar nicht visionskonform gewesen, dann wäre alles gut gewesen. Hätten die, also zum Beispiel hätten sie dann ein Team gegeben, im Unternehmen, das zwar gute Zahlen, aber gutes Ergebnis. Keine Ahnung, was dann passiert wäre. Ja. Weiß ich nicht. Also, ist halt noch nie passiert, ne? Thank you.